Etwa 120 Teilnehmer von Pro NRW trafen sich am Nachmittag zu einer Kundgebung in der Solinger Innenstadt. Gegenüber 350 Gegendemonstranten des Bündnisses Bund statt Braun. Die Bürger zeigten ihren Widerstand. Wir sind hier, weil wir uns gegen die Nazis stellen, weil die hier keinen Fußbreit in unserer Stadt haben dürfen und weil wir friedlich miteinander leben wollen und weil uns Toleranz wichtig ist. Und Pro NRW propagiert genau das Gegenteil. Und deswegen ist es verdammte Bürgerpflicht, hier zu stehen und Widerstand zu leisten. Als ob sie für uns auf die Straße gehen, dabei gehen sie nur auf die Straße, um Deutschland wieder zu unterdrücken, ihr Krieg wieder durchzuführen und weiß ich was. Jetzt nennen sie sich Pro NRW, morgen heißen sie wieder anders, aber trotzdem ist es der gleiche Pakt. Weil die meisten kommen sogar von der NPD. Ich finde, es sind alle gleich und es haben alle das gleiche Recht zu leben. Und deswegen bin ich absolut dagegen, gegen Rechtsradikalismus. Die Kundgebung beobachtet hat nicht nur die Polizei, sondern auch Josef Neumann von der SPD. Ich bin, muss ich sagen, geschockt, dass da 30, 40 Sympathisanten aus ganz NRW anreisen und dann zu so etwas auch noch klatschen, ja. Und es war gut, dass so viele Menschen hier zur Gegendemonstration gekommen sind und mal für diese Stadt auch ein kleines Zeichen setzen, dass man das in Solingen nicht duldet. Als besondere Provokation schwenkte die kundgebende Masse dabei die Fahnen der Klingenstadt und rief zynisch: Wir sind's, das Volk. Dabei kamen genau diese nicht aus Solingen. Oberbürgermeister Norbert Veit freute sich darüber. Das, glaube ich, ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis, dass unter den Rechten, die hier mit Bus angekarrt sind, keine Solinger waren und sich auch keine Solinger dazugemischt haben. Das war ein gutes Zeichen für unsere Stadt und gegen Fremdenfeindlichkeit. Das Ziel der Polizei war es, ein Aufeinandertreffen der beiden Blöcke zu verhindern. Wir haben schon erwartet oder gehofft, dass das hier ohne Gewalt abgeht. Und das ist auch so aufgegangen. Es handelt sich mehr um ein bürgerliches Spektrum, die hier demonstriert haben. Die Bürger waren alle friedlich und wir freuen uns, dass das Konzept so aufgegangen ist. Das Bündnis Solingen ist Bund statt Braun hatte in einem Aufruf zur Teilnahme an der Gegenveranstaltung aufgerufen. Ja, klasse, friedlich, genauso wie wir uns das vorgestellt haben. Ein friedlicher Protest gegen Pro-NRW hier in Solingen, hier im Bergischen Land. Insgesamt kam es in Solingen zu zwei Auseinandersetzungen. In beiden Fällen wurde Strafanzeige erstattet.